Abschnitt 10.4, die Obrigkeit. Hören wir noch weiter an, was John Locke über die Gefahren anarchistischer Selbstjustiz zu sagen hat. Ich zitiere: Das führt sie solcher Art freiwillig zum Verzicht auf ihr individuelles Recht zu bestrafen, damit dieses nur von jenen ausgeübt werde, als da unter ihnen bestimmt werden. Und nur nach solchen Regeln, welche die Gemeinschaft vereinbart oder jene, die dafür durch sie ermächtigt sind. Auch das kann mit spieltheoretischen Modellen nachgebildet werden, etwa durch eine Variante der wechselseitigen Hilfe, bei der die Spieler vor jeder Runde, also noch ehe sie wissen, ob es überhaupt Brettfahrer geben wird, an die Spielleitung einen Betrag Groß F überweisen können. Je höher dann die Gesamtsumme ist, desto strenger werden die Trittbrettfahrer bestraft. Das kann interpretiert werden als eine Steuer an die Obrigkeit, damit die ihren polizeilichen Aufgaben nachkommt. Von Selbstjustiz sehen wir hier völlig ab. Also dieses Modell stammt vom japanischen Psychologen Toshio Yamagishi und wird als Pool Punishment bezeichnet. Im Gegensatz zum Peer Punishment, also der Selbstjustiz. Die Justiz wird gewissermaßen delegiert. Dadurch werden Vendettas praktisch ausgeschlossen. Auch bei Pool Punishment kann es zu Trittbrettfahrern zweiter Ordnung kommen. Also zu solchen, die zwar zur wechselseitigen Hilfe beisteuern, aber nicht zur Bestrafung. Hier allerdings ist es leicht, sie zu erkennen und auch zu bestrafen. Weil sie müssen ja einen Beitrag zahlen, genauso wie zur wechselseitigen Hilfe. Erinnern wir uns, bei der Selbstjustiz kann man sie nicht erkennen, wenn es keine Trittbrettfahrer erster Ordnung gibt. Weil nur dann, wenn sie etwas zu bestrafen haben, manifestieren sie sich. Daher sehen die Auszahlungen in unserem Modell so aus, wie auf dieser Folie steht. Hier ist MC die Anzahl der Spieler, die zur wechselseitigen Hilfe beitragen, aber nicht zur Polizei. Das sind also die Trittbrettfahrer zweiter Ordnung. Sie werden auch bestraft. Die Anzahl der Spieler, die gar nichts einzahlen, also die Trittbrettfahrer erster Ordnung, die ist MD. Diese Spieler werden natürlich auch bestraft. Und MP ist die Anzahl der Spieler, die sowohl für die Polizei als auch für die wechselseitige Hilfe zahlen. Wieder gilt natürlich MC plus MP plus MD ist gleich M, die Gesamtgröße der Gruppe. AC, AP und AD sind dann die entsprechenden Auszahlungen, wobei Groß F die Höhe des Betrags für die Polizei ist und B mal MP jene der Buße. Also die ist proportional zur Anzahl MP, derer die zur Bestrafung beitragen. Also sie ist proportional auch zum Gesamtbetrag, der der Polizei zur Verfügung steht. Dahinter steckt der Gedanke, dass die Wahrscheinlichkeit, ertappt zu werden, mit steigender finanzieller Ausstattung der Polizei zunimmt. Das ist aber nur ein wenig relevantes Detail. Wir können auch ruhig zulassen, dass die Trittbrettfahrer zweiter Ordnung weniger streng bestraft werden als die erster Ordnung. Und jetzt ist leicht zu sehen, wenn MP hinreichend groß ist, also die Polizei genügend Unterstützung findet, dann zahlt sich weder Trittbrettfahren erster noch zweiter Ordnung aus. Aus Eigennutz werden alle die Polizei unterstützen und alle zur wechselseitigen Hilfe beisteuern. Dieses Regime ist stabil. Gleichzeitig aber sehen wir, dass es kostspielig ist. Runde um Runde wird für die Polizei einbezahlt, auch wenn diese gar nichts zu tun haben sollte. Im Vergleich dazu ist Selbstjustiz wirtschaftlicher, denn hier fallen keine zusätzlichen Kosten an, wenn alle kooperieren. Somit ist Peer Punishment effizienter, aber Pool Punishment stabiler. Warum? Nun, wenn alle Pool Punishment spielen, ja, fast alle in der Bevölkerung, dann ist es für Trittbrettfahrer fast unmöglich,
einzuringen, egal ob sie von erster oder zweiter Ordnung sind. Wir gehen in eine Gemeinschaft, die vom Peer Punishment dominiert wird. Da können die Trittbrettfahrer zweiter Ordnung, also die, die beisteuern, aber nicht bestrafen, die können unbemerkt eindringen. Und wenn sie zu häufig werden, dann übernehmen die richtigen Trittbrettfahrer, die also gar nichts beisteuern, die Gemeinschaft. Es bleibt bei beiden Regimes, Obrigkeitsjustiz oder Selbstjustiz, die Frage, wie man aus der Sozialfalle herauskommt. In einer Gruppe, die von Trittbrettfahrern dominiert wird, wo fast alle Trittbrettfahrer sind, hat ja Bestrafung nur eine unbedeutende Wirkung. Egal, welche Form der Bestrafung man dann wählt. Ja, dann zahlt sich das nicht aus und die Trittbrettfahrer bleiben weiterhin vorherrschend in der Bevölkerung. Eine mögliche Antwort auf dieses Problem bietet Rousseau. Er schreibt ja, der Mensch ist frei geboren und überall ist er in Ketten. Das wird oft falsch zitiert, aber überall ist er in Ketten. So als ob es einen Widerspruch gäbe zwischen der ursprünglichen Freiheit und der Bindung, den Ketten. Auch Locke unterstreicht die Freiwilligkeit der Entscheidung für eine Obrigkeit. An vielen gemeinsamen Unternehmen müssen wir ja gar nicht teilnehmen. Schon der Frühmensch muss ja nicht an der Mammutjagd teilnehmen. Er kann stattdessen Kleinvieh nachstellen oder Schwammerl suchen. Dazu braucht er die anderen nicht. Und der Wikinger muss nicht teilnehmen am Raubzug über das Meer. Er kann zu Hause bleiben und die eigene Scholle pflügen. Das geht zur Not auch allein. Im spieltheoretischen Modell kann das so beschrieben werden. Teilnahme an der wechselseitigen Hilfe ist eigentlich eine Spekulation. Wenn alle beitragen, dann führt sie zum Erfolg. Jeder Spieler erhält R mal C minus 1. Entschuldigung, C mal R minus 1. Das habe ich falsch geschrieben. Wenn niemand beiträgt, allerdings, dann erhält jeder 0. Geben wir den Spielern nun die Möglichkeit, an dem Spiel gar nicht teilzunehmen. Die tragen also nichts bei und werden nichts bekommen. Sie erhalten stattdessen irgendeinen bescheidenen Beitrag, Groß E, der irgendwo zwischen 0 und R-1 mal C liegt. Und der nicht davon abhängt, wie sich die anderen Spieler entscheiden. Nennen wir diese Spieler die Eigenbrötler. Und überlegen wir uns zunächst am mathematischen Modell, wie es ihnen ergeht. Wir fragen, wohin führt soziales Lernen, also das Übernehmen jener Strategie, die gerade am erfolgreichsten ist, wenn es auch Eigenbrötler als mögliche Strategie gibt. Also von Zeit zu Zeit wählen wir in unserer fiktiven Bevölkerung eine Stichprobe von Groß-N-Spielern und bieten ihnen an, wechselseitige Hilfe zu spielen. Und zwar zunächst ohne Bestrafung. Die Eigenbrötler, die lehnen ab und begnügen sich mit der festen Auszahlung Groß E. Die anderen nehmen teil. Wenn sich mehr als einer dafür entscheidet, dann kommt es zum Spiel. Einer allein allerdings, der kann nicht wechselseitig helfen spielen und der muss auch als Eigenbrötler über die Runden kommen. Aber unter den Teilnehmern, denen, die wirklich spielen wollen, wird es dann Trittbrettfahrer geben und Kooperatoren. Wenn zufällig genügend Kooperatoren in der Gruppe sind, dann macht sich das Spiel bezahlt. Und vielleicht stoßen dann auch zusätzliche Eigenbrötler dazu. Aber sobald die Trittbrettfahrer in der Gruppe sind, lernen die anderen die Vorteile vom Trittbrettfahren kennen. Ja? Und dann bricht die Zusammenarbeit zusammen mit Trittbrettfahrer werden immer häufiger imitiert. Die Auszahlung wird geringer als eh und damit verliert der Teilnahme am Spiel jeden Reiz. Dann ist es besser, Eigenbrötler zu sein. Und dann gibt es bald nur mehr Eigenbrötler. Aber irgendwann kann dann die Stichprobe doch eine kleine Gruppe von Spielern enthalten, die doch willig sind, es wieder mit der wechselseitigen Hilfe zu versuchen.
Und dann kann es wieder zu einem kurzen Aufflackern der Kooperation kommen. Dann können wieder die Trittbrettfahrer eindringen und so weiter. Es gibt eine Art von Stein-Schere-Papier-Zyklus. Jetzt die Frage, wie kann das überhaupt sein? Ist es nicht so, dass die Trittbrettfahrer in jeder Gruppe besser abschneiden als die Kooperatoren? Ja, das ist schon wahr. Aber das muss nicht bedeuten, dass sie insgesamt, also im Mittel, besser abschneiden als die Kooperatoren. Ja, das ist ein Fall für Simpsons Paradox. Das haben wir in dem Kapitel über Wahrscheinlichkeitsrechnung schon kennengelernt. Nur als Beispiel nehmen wir an, es gibt zwei Gruppen, Groß A und Groß B. In der einen fast nur Kooperatoren, 9 Kooperatoren und 1 Trittbrettfahrer, und in der anderen 9 Trittbrettfahrer und 1 Kooperator. In der Gruppe, wo es viele Kooperatoren gibt, ist die Auszahlung hoch. Aber der Trittbrettfahrer bekommt natürlich mehr. Sagen wir, er kriegt 11 Euro und die Kooperatoren nur 10. In der anderen Gruppe, wo es nur einen Kooperator gibt, ist die Auszahlung sehr gering. Ja, der Trittbrettfahrer erhält 1 Euro, der Kooperator natürlich überhaupt nichts. So im Mittel gibt es aber 10 Kooperatoren und 10 Trittbrettfahrer. Und wenn wir das mitteln über die beiden Gruppen, dann erhält der Trittbrettfahrer im Schnitt nur 2 Euro, der Kooperator dagegen 9 Euro. Ja, also das ist interessant. In beiden Gruppen kommen die Kooperatoren weniger als die Trittbrettfahrer, aber insgesamt bekommen sie, also im Schnitt bekommen sie mehr. So kann es also geschehen, dass die Kooperatoren besser dastehen und immer häufiger werden. Aber das hält sich langfristig nie. Diese Erinnerung, dieses Steinschere-Papier-Spiel, also geht immer weiter. Ja? Gruppen von Kooperatoren schneiden besser ab als Eigenbrötler, Trittbrettfahrer schneiden besser ab als Kooperatoren. Und wenn die Trittbrettfahrer überhand nehmen, dann ist die Eigenbrötler-Strategie die beste. Es geht immer so im Kreis. Jetzt machen wir dasselbe, aber mit der zusätzlichen Möglichkeit der Selbstjustiz. Und da sieht es schon anders aus. Schauen wir uns zuerst die obere Grafik an. Ja, die X-Achse, das ist die Entwicklung im Laufe der Zeit über viele, viele Runden in dem Computer, in der Computersimulation gespielt. Wir sehen da, zunächst kommt diese blaue Linie hoch. Das sind die Kooperatoren, die aber nicht bestrafen. Weil sie nicht bestrafen, kommen dann also die Trittbrettfahrer hoch. Das sind die mit der roten Linie. Ja? Wenn aber die Trittbrettfahrer überhand nehmen in der Bevölkerung, dann zahlt es sich aus, Eigenbrötler zu sein. Das ist die gelbe Linie. Ja, die Trittbrettfahrer werden ersetzt durch die Eigenbrötler. Und dann kommt es irgendwann durch Zufall, aber über kurz und lang kommt es immer so, zu Stichproben, die hinreichend viele Spieler enthalten, die die Trittbrettfahrerei bestrafen. Und das führt dann schnell zu Gruppen, die kooperieren. Ja, deren Erfolg lockt weitere Teilnehmer an, bald gibt es keine Eigenbrötler mehr. Und die grüne Linie zeigt, dass die Selbstjustiz hier sehr lange über viele, viele Runden dominiert. Niemand wird bestraft, weil niemand bestraft werden braucht. Alle kooperieren. Allerdings, wenn wir lang genug warten würden, also länger als es in dieser Computersimulation gezeigt wird, und wir werden es demnächst sehen, wenn wir lang genug warten, dann kann es geschehen, dass die Kooperation zusammenbricht und dann wieder alles von vorne beginnt. Also wieder so ein Stein-Schere-Papier-Zyklus oder vielleicht 2 oder 3 sogar und dann wieder eine lange Periode, wo die Selbstjustiz für Kooperation sorgt. Hier wollen wir aber uns damit noch nicht befassen, sondern die Rolle der Freiwilligkeit dokumentieren. Nehmen wir nämlich an, dass die Teilnahme zwingend notwendig ist, also dass man nicht sich freiwillig dafür entscheidet, an dem Spiel teilzunehmen, sondern dass man an dem Spiel teilnehmen muss. Das wird in der unteren Grafik gezeigt. Hier haben wir die Eigenbrötler auf 0 gesetzt, die gelbe Linie. Ja, es gibt keine Eigenbrötler. Es gibt nicht die Möglichkeit, die Eigenbrötler-Strategie zu verfolgen. Und da sehen wir die Trittbrettfahrer übernehmen
und aus der sozialen Falle gibt es überhaupt kein Entkommen mehr. In der nächsten Grafik, wieder oben, da ist wieder zunächst nur, wie vorhin, also Selbstjustiz, Trittbrettfahrer, Eigenbrötler und Trittbrettfahrer zweiter Ordnung, also die Kooperatoren, die aber nicht bereit sind, andere zu bestrafen. Und jetzt wird das über längere Zeit verfolgt. Und da sehen wir, also nach kurzen Perioden von diesem Steinschere-Papier-Zyklus setzt sich für eine längere Zeit die Selbstjustiz durch. Aber dann wird die Häufigkeit von den Trittbrettfahrern zweiter Ordnung, die also kooperieren und nicht bestrafen, die wird immer größer und größer. Und durch Zufallsschwankungen kann sie so groß werden, dass es auf einmal für die Trittbrettfahrer interessant wird, diese Bevölkerung zu übernehmen. Die Trittbrettfahrer dominieren aber nicht lang, weil dann kommen die Eigenbrötler hoch. Die sehen, das zahlt sich gar nicht aus, an dem Spiel teilzunehmen. Da gibt es wieder ein paar Phasen von diesem Steinschere-Papier-Zyklus und dann wieder eine lange Periode, wo Grün dominiert. Dann gibt es wieder einen Zusammenbruch, ein paar Steinschere-Papier-Zyklen und dann wieder eine lange Periode, wo die Selbstjustiz dominiert. Und hier haben wir die Möglichkeit der Justiz durch die Obrigkeit, also die Möglichkeit des Pool-Punishments, auf Null gesetzt. Diese Möglichkeit stand unseren fiktiven Spielern gar nicht zur Verfügung. Aber in der unteren Strategie zeigen wir, was passiert, wenn wir auch diese Möglichkeit zulassen. Wenn also Selbstjustiz und Obrigkeitsjustiz miteinander konkurrieren können. Und da sehen wir, es gibt am Anfang wieder diese Phase, wo die Bevölkerung mehr oder weniger herumprobiert, was sie tun soll. Da setzt sich eine Zeit lang vielleicht die Selbstjustiz durch, bricht wieder zusammen und irgendwann einmal wird sich die Obrigkeitsjustiz durchgesetzt haben. Und sobald das der Fall ist, dann ist Kooperation stabil. Sie ist eigentlich für ewige Zeiten gesichert, jedenfalls bei diesen Computersimulationen. Halten wir noch einmal fest. In jedem Fall setzt sich Kooperation nur auf der Basis von Freiwilligkeit durch. Also wenn die Spieler die Möglichkeit haben, auch ein Eigenbrötler-Dasein zu führen, wenn es notwendig ist. Ja, die Spieler beschließen freiwillig, sich einem System zu unterwerfen, das sie zur Kooperation zwingt. Wenn die Spieler nicht die Möglichkeit haben, auf die Teilnahme am Spiel zu verzichten, egal ob es sich jetzt um das wechselseitige Helfen oder um das öffentliche Gut handelt, dann setzen sich immer die Trittbrettfahrer durch und die Kooperation bricht zusammen. Also insgesamt soziales Lernen, das Imitieren der jeweils erfolgreichen Strategien in der Bevölkerung, führt spontan zu einer Art von Sozialkontrakt. Es wird hier nicht vorausgesetzt, dass die Spieler diese Lösung durch rationale Überlegung oder durch Absprache erreichen. Bloßes Nachäffen reicht aus. Diese fiktiven Spieler, die binden sich, was heißen soll, sie unterwerfen sich freiwillig einem wechselseitigen Zwang. Also soweit das mathematische Modell. Jetzt fragen wir uns, wie steht es mit Experimenten am lebenden Objekt? Versuche in Spiellabors bestätigen die Rechnungen. Man kann beispielsweise 12 oder 14 Versuchspersonen, die einander nicht kennen, als eine Stichprobe auffassen. Die Probanden haben dann die Wahl, Eigenbrötler zu sein oder an einem Spiel über wechselseitige Hilfe teilzunehmen. Und dabei können sie in jeder Runde für sich entscheiden, ob sie in einer Gruppe ohne die Möglichkeit der Bestrafung oder in einer Gruppe mit Selbstjustiz oder in einer Gruppe mit Polizeijustiz spielen wollen. In jeder Runde sehen sie auch ihre Auszahlung und die Auszahlung der anderen, sodass sie voneinander lernen können. Nicht selten wird in den Anfangsrunden die Version ohne Bestrafung gewählt. Strafen hat ja unangenehme Assoziationen. Niemand wird gern bestraft und viele strafen auch nur ungern. Aber sobald die Spieler merken, wie häufig Trittbrettfahrer sind,
wechseln Sie freiwillig zu Versionen mit Bestrafung. Also aus praktischen Gründen kann so ein Spiel im Spiellabor kaum über mehr als 50 Runden gespielt werden. Man kann das mit anderen Gruppen machen und was man jedes Mal erhält, ist eine Art von Mikrogeschichte. Manche Stichproben, die versinken im Chaos, wie etwa die unten rechts. Da wird immer was anderes probiert und die Spieler einigen sich auf nichts. Manche Stichproben führen zu Peer Punishment, also zur Selbstjustiz, wie die oben links. Dort ist üblicherweise die Auszahlung die höchste. Und noch häufiger kommt es zu Pool Punishment in dem mittleren Bild. Also da wird die Bestrafung an eine Instanz delegiert. Wenn über alle Gruppen gemittelt wird, so zeigt sich, dass das Pool Punishment sozusagen gelernt wird durch die Spieler. Vielleicht sollte ich das nochmal sagen. Also die Spieler können sich nicht zusammensetzen, um ihre Situation zu besprechen. Sie müssen allein entscheiden und sie haben nur die Auszahlungen vor sich, ihre eigenen Auszahlungen und die Auszahlungen der anderen, die in der Gruppe sind. Und sie können so nur durch ihre eigenen Erfahrungen und den Vergleich mit den anderen lernen. Hier sehen wir übrigens auch, dass die Selbstjustiz gar nicht so schlecht abschneidet. Dieses relativ gute Abschneiden der Selbstjustiz beruht natürlich darauf, dass es in den Spiellabors kaum zu einer echten Eskalation von Gewalt kommen kann. Im Grund ist ja eine Obrigkeit vorhanden. Die Spielleiterin erklärt die Regeln, die Hilfskräfte führen die Probanden in ihre Kojen, die Computer zeigen die Ergebnisse, im Sekretariat werden dann die geschlossenen Kuverts mit dem Reingewinn ausgeliefert. Situationen, wo ein Wort das andere gibt und Fäden ausbrechen können, die will man natürlich vermeiden, treten da nicht auf. Ach, die Spiellabors mit ihren dieser anämischen Atmosphäre, diese Spiellabors, die liefern natürlich nur stilisierte Fakten. Die Frage ist, wie steht es mit der Wirklichkeit? Fast überall in der zivilisierten Welt hat sich irgendeine Obrigkeit durchgesetzt. Manchmal ist sie weit weg, da wird oft ganz spontan durch die Bevölkerung eine Autorität bestimmt. Ein Sheriff, ein Schiedsrichter, ein Saalwächter oder so. So dürfte zum Beispiel die Mafia vor 1,5 Jahrhunderten entstanden sein in einem neapolitanischen Gefängnis, um Streitereien zwischen Unterweltlern zu regeln. Natürlich ohne die Gefängnisbehörden einzuschalten. Das war also Selbstjustiz, die zur Bildung von der Mafia geführt haben soll. Die Anthropologin Eleanor Ostrom, die hatte sich zu ihrer Lebensaufgabe gemacht, überall in der Welt in sogenannten Small-Scale Societies, von Hirten und Fischern, einfachsten Bauern oder Jägern und Sammlern, die spontane Bildung von simplen Institutionen zu untersuchen. Deren Aufgabe es ist, die Regeln für die Zusammenarbeit, die Aufteilung von Fischgründen oder die Bewässerung der Felder oder die Rodung, zu überwachen. Eleanor Ostrom erhielt für diese Arbeiten den Nobelpreis für die Wirtschaftswissenschaften. In ihren Augen sind Institutionen nichts anderes als Werkzeuge, um Anreize zu schaffen, soziale Fallen zu überwinden. Solche Anreize können Belohnungen sein oder, das ist weit häufiger, Strafen. Demnach ist der Sozialkontrakt also doch nicht ein von Philosophen propagierter Gründungsmythos irgendwo in der grauen Urzeit angesiedelt. Er findet vielmehr im Kleinen auch heute noch statt. Der Gesellschaftsvertrag als freiwillige Übereinkunft einander wechselseitig zur Zusammenarbeit zu zwingen. Also eine Obrigkeit ist das Mittel, den Gefahren der Selbstjustiz zu entgehen. Sie hat aber selbstverständlich auch ihre Tücken. Und die größte Gefahr hier ist wohl die Korruption.